Herzlich willkommen. Hier ist mal weiter auf der Marsch. Wir werden uns mal gucken, ob die eigenen Felder entdecken können. Das heißt, Feld Nummer 19, 3. Ich glaube, 13 könnten wir noch. Schauen wir mal gleich. Bin ich aktuell bei unserem Feld 12 links. Also müsste 13 hier rechts sein. Dazu fahren wir noch vorbei. Ich sehe das Gras, wie gewachsen ist. Ich ziehe mal kurz nach. Also ist im Grunde nicht mehr düngefähig, sagen wir so. Ne. Also düngen können wir Gras nicht mehr. Die haben hier Dürre-Schäden, sehe ich gerade so. Aber Gras ist voll gedüngt, das ist das Gute. Gut. Die 23 mal schauen. Ansonsten ist noch nicht reif. Wird morgen erst dauern. Und wir müssen ja um die Tiere mal 14, mal gucken gleich. Wir fahren mal Richtung 13. Da düngen können. Ich denke schon. Sollte jetzt soweit sein. Ne, und dann die Feld 19 und die Feld 3. Langsam Gedanken machen, was für eine aussehen. Und die Weizenfelder, denke ich mal, wenn wir Raps aussehen. Bietet sich an. Ist ja die wegen der Fruchtfolge. Also Weizen darf kein, also auf Getreide soll kein Getreide kommen und Weizen ist Getreide. Also kein Hafer, kein nichts dergleichen. Also würde sich Hafer an, Quatsch, Hafer, Raps anbieten. Als Herbstfrucht, also Herbst aussehen. Das wären theoretisch Reifelder, das wäre nur ganz, ja, das wäre ganz praktisch. Hätten wir auch genug Raps bei den Freifeldern und bei Gerste ist ja dann später dran, ne? Weil ich später auch gesehen habe. So, jetzt geht es darum, ob es noch geht. Ne? Ich glaube ja, wird dunkel. Ne? Dann können wir hier gucken. Dann sehen wir noch nichts. Weiterfahren. Ja. Da werden wir hier mal einen Kurs berechnen. Den Reiter erstmal löschen. Kursgenerierung 13, zwei Vorgewände und rechnen lassen. Und einschalten. Arbeiten lassen. So. Dann haben wir noch, wo fährt der gerade auf? Feld Nummer 48. Ist ja noch nicht fertig. Das ist auch Feld Nummer 42, ist auch die Hälfte. Und den wollte ich so. Den fahren wir dann zu Feld Nummer 19. Hier an der Kieskrümme vorbei. Das muss ich auch mal sehen, dass wir das in Angriff nehmen. Zum Winter hin. Nach der Ernte. Dann haben wir ein bisschen Zeit. Da können wir auch neue Tage stellen. Dann können wir genug Kies fahren. Ne? Da ist die 25, dann fahren wir nach links. Wir müssen sehen, dass wir eigenen Felder fertig kriegen, dass wir da entsprechende Ruhe haben. Also hier haben wir langsam Dürreschäden zu sehen. Ist nicht schön, nicht gut, aber
Was auf der einen Karte zu viel ist, ist hier zu wenig. Ich mal sehen, dass ich zum Winter oder zum wenn wir jetzt die Jahreszeiten ändern, also die Länge, dass wir da einen neuen Geomod draufnehmen. Und zwar der direkt für die Marsch gemacht ist. Ob das nur 100% stimmt, ist die andere Frage, weiß ich nicht. Wir können ja mit Dänemark liegen wir eigentlich nicht so schlecht von der Region her. So, 19 ist geradeaus und links. Hier sind ein paar Kurse von Alright. Ja, was machen wir denn rauf, was die Gerste ist? Also Abstand nicht mehr, da haben wir genug. Gute Frage. Luzerne? Das ist ja auch Quatsch, ne? Ja, Kartoffel, Rüben, naja, Rüben. Dann müssten wir Zuckerwerk zumindest uns bauen. Aufstand. Hier können wir auch unterfahren. Das wäre eine Möglichkeit. Ne? Damit könnte man also ein klein wenig Zucker machen. Aber die Felder hier 19 und so, das ist auch Zucker, auch nicht gerade. Kein Zuckerflecken. Ne? So. So. Das für die 19. Dann müssen wir jetzt mal einen Düngerstall suchen für die 3. Und die Tiere müssen Futter haben. Ja gut, das wir machen immer Düngern. Auf 13, das ist angefangen. Die 48 muss gleich fertig sein. 42 ist fertig. Ja, das habe ich gerufen. X, dann fahren wir jetzt mal Richtung. Straße und dann zum Feld Nummer 3 und dann noch mal was für Kühe kümmern. Kühe, Schweine, Futter, Wasser, ja, Stroh. Also zuerst mal kriegen sie alle Wasser und dann werden sie der Stroh geben. Stroh. Erstmal Wasser und Futter und dann her Stroh. Stroh ist nicht ganz so wichtig, wenn das fehlt. Ja gut, da haben wir mit Gülle, aber kein Mist. Ne? Ja, das ist die verkehrte Richtung. Müssen mal ganz bisschen drehen. Hab mich verfahren. So. Upp. Hier auch. Verkehrte Richtung. Und da und dann links, ne? Oder geradeaus? Das geht auch nicht. Ja. Ein bisschen irre. Täuscht ein bisschen. So. Geben wir Gas, ne? Oh je. Ein paar Missionen machen wir noch und einige sind ja noch auf dem eigenen Feld unterwegs. Eine Mission, glaube ich, ist noch. Wir müssen jetzt abbiegen, ne? Ja.
Wenn drauf zufahrt, ist links ist 16, ja. Und dann geht's Richtung ja, ne? Feld Nummer 3. So. Piepmatz. Ja, auch nochmal läuft. Der Heu ist auch gerettet. Ist ja ein Anhänger drauf. Ist somit mal gesichert. Ist nicht viel, aber man freut sich. Die nächsten Wiesen sind ja auch soweit, Leute, gelb. Aber die lasse ich jetzt wachsen bis zum Herbst. Und dann kommt dann her später, ja. Mal Weizen reinmachen, ne? Weizen, ja. Wäre sinnvoll. Und da, wo jetzt Raps ist, wäre ja auf 3 wär Raps. Auf 13 wäre Raps. Könnten wir Gerste reinbringen. Also Raps war im Prinzip Gerste. Weizen, da wo Gras ist. Da sind wir. Erstmal den alten Kopf löschen. Ich habe die anderen Monitore deaktiviert, also nicht mehr mit rausklicken hier. Das ist so eingestellt, dass es der Hauptmonitor jetzt angezeigt wird. Weil sobald ich Strom ausmache, verändert sich was in der Konfiguration und dann haben wir hier einfach einen Bildschirmmodus. So, Kursgenerierung. 2, 3. Das passt so. Ereignisfeld, Ereignisfeld. Mission. Einstellen. Aber wir werden mal jetzt zum Hof springen. Mission lassen wir jetzt auf dem Blickfeld. 42 ist bald fertig. Wir gehen mal zum Hof. Ich brauche nämlich jetzt einen Traktor. Und der ist ganz gut dafür. Wendig, klein, schnell. So, der Strohanhänger ist bei den Kühen. Da fahren wir jetzt hin. Dünger ausgestreut oder Kalk? Ich glaube Kalk. Wer macht denn sowas? Gleich Wasser geben. Das geht zum Glück alleine. So, der Durst mal gestillt. In ganz modernen Stellen, da haben die Tiere im Prinzip so eine Art Automatik. Die gehen da mit dem Kopf ran, schieben mit der Schnauze das Deckel weg und dann geht Wasser alleine rein. Dann geben wir den Schwein auch gleich Wasser. Denn wir haben Sommer. Für Tiere ist der Durst schlimmer als großer Hunger. Ne? Gut, Wasser haben die schon mal gekriegt. Die andere Stelle machen wir nachher. Dach Mu. Oh Mann, das große Kälber. Also ich freue mich schon drauf, wenn irgendwann der 23er kommen würde oder 22er, keine Ahnung, wie er sich dann nennen wird. Hey, unser Hauptfluss gewachsen. Oh, Bahn ist gut. Oh, Hopfen gehört mir. Der wird auch noch gedüngt werden. Oh je. Na ja, gut.
Das ist ja, ich sag mal, reichliche Arbeit, ne? Wir schaffen heute auch nicht mehr. Wir schaffen jetzt gerade mal den Rest Stroh und den Rest Futter reinzubringen. Jetzt auch fertig. Dann geht der zurück. 13 ist fertig. 42. Ich habe jetzt so viel angenommen. Oh je, 42. Abschließen. Die 9 war auch fertig. Abschließen. So. C. X zum Einklappen. So, ich glaube, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich fahre jetzt noch zurück zum Hof. Feld 1 muss gedüngt werden. Ich glaube, Feld Nummer 14. 17, 18. Das machen wir alles dann in der nächsten Woche. Oder ich mache das mal kurz nebenbei. Mal schauen, dass wir nur kurz starten müssen. Ne? Sag mal tschüss und ciao. Nochmal schönen Dank reinschauen. Dann sieht's ja vielleicht wieder. Tschüss. Morgen.